Jo, Mahlzeit Leute. So, heute wird es ernst. Ich will heute einmal die beiden Nockenwellen auf der rechten Bank, beziehungsweise, ja, ich stand jetzt vorm Auto. Es wird ja vom Auto oder wenn man im Auto sitzt, ist es ja die linke Bank. Links, rechts, also immer von der Fahrerseite aus gesehen. Linke Bank. Ich habe jetzt vorm Auto gestanden, habe jetzt die rechte, habe sie auch beschriftet. Die werde ich jetzt einbauen. Alle beide. Das ist heute mein Pensum. Und dann geht es an die andere Seite. So, das Ganze wird ein bisschen tricky. Ja, aber sehen wir mal selbst. So. Neues Simmerinchen ist auch mit dabei. Er kommt hier mit drauf nachher. Ja, und dann gucken wir mal. Der kann aber, ja, so ziemlich mit zum Schluss drauf. Wir müssen jetzt erstmal die Tassenstößel machen. Beziehungsweise die Kipphebel sind das ja. Nicht Tassenstöße, sondern Kipphebel. Ja, davon sind reichlich vorhanden. Viele kleine Teile. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. So, einmal ausgerichtet. Und zwar haben wir hier so schöne kleine Teile. Die werden dann so zusammengebastelt. Bei dem muss man natürlich aufpassen, dass die nicht in den Brennraum bzw. in den Zylinder reinfallen, weil dann landen sie in der Ölwanne. Ja, ein bisschen mit Fett arbeiten, sagte mir mein Nachbar so als kleinen Tipp. Und dann gucken wir mal. So, wird jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Ölkanäle, werde ich jetzt einmal mit, ja, Sockendicht stopfen, damit da dann schon mal nichts mehr reinfallen kann. Weil das wäre fatal. Okay, ich mache die mal dicht und dann gucken wir gleich mal. So, ich hab jetzt einmal hier die Socken startklar gemacht, wie ihr sehen könnt. Hier unten, 1, 2, 3. Damit da nichts mehr reinplumpsen kann. An kleinen Teilchen. Guti. Die Spannung steigt, dann gehen wir mal ans Werk. So, ich schmiere die hier jetzt ganz fein, einmal mit Fett ein, damit die ein bisschen Haftung haben, damit sie mir nicht reinplumpsen. Weil dann haben sie wenigstens noch ein bisschen Halt. So. So, kleinen Magnetschraubendreher nehmen und den Kollegen da wieder rauswühlen. Eigentlich. Funktioniert das recht gut. Sauber wischen. Und versuchen erneut drauf zu machen. Ist natürlich einfacher, wenn man die Leitung weggemacht hätte. Ich bin natürlich auch ein bisschen extrem angespannt.
Deswegen habe ich auch so einen kleinen Flattermann. Ansonsten, wie gehabt, einmal einschmieren. Haftet wunderbar, ist echt klasse. Und dann mit ruhiger Hand und Konzentration raufsetzen. Das Gute ist, wenn sie sitzen, sitzen sie. So, ich schmier ihn jetzt hier unten auch nochmal ein. Gerutscht. Das war jetzt das, was nicht passieren sollte. Aber da klebt er. Ich versuche das jetzt mal im Ganzen einmal raufzusetzen. Ich weiß nicht, ob das eher was bringt. Ich wage es jetzt einfach mal. Es scheint so. Ich versuche es noch mal. Einmal da drauf. Da soll natürlich nicht allzu viel Fett rein. Da schon ein bisschen drauf achten. Ich meine, das ist nicht ganz so wild. Das Fett wird nachher durchgespült durch das Öl. Aber es muss ja nicht sein. So. Das waren jetzt die ersten. Ersten 8 von 16. Ja, okay. Gucken wir mal. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt als erstes die Nockenwelle einbaue. Oder jetzt die anderen. Das wird auf jeden Fall jetzt eine spannende Geschichte. Schau ich mal. Ich halte euch gleich auf den Laufenden. So. Es führt leider kein Weg dran vorbei. Ich muss definitiv beide Nockenwellen raus haben, damit ich die eine reinbasteln kann. So. Es ist herrlich, es ist herrlich. Mal gucken, was ich denn hier nachher auch alles.
alles hier wieder rauskriege. Das, was ich da reingestopft habe, dass das dann nirgendwo gegenstößt. Aber das kriege ich erst dann raus, wenn ich die Nockenwelle drinne habe. So, ganz wichtig hier diese Halbmonde, dass die nicht verloren gehen. Und Öl. Vorsichtig die Nockenwelle nehmen, nur nicht runterschmeißen. Ich habe mir die alten Nockenwelle jetzt so ungefähr auf den Fußboden gelegt, wie sie rein muss. Prima aus. So, ganz wichtig, das Absteckwerkzeug, damit wir auch die Nockenwelle richtig haben. So, das passt. Simmerring. Ganz wichtig, Simmering empfehle ich definitiv immer einen neuen zu nehmen. Sind in der Regel auch mit dabei. So, der sitzt. Da sitzt er auch drinne. Ja. Soll er sich dran vorbeidrehen? Da dreht er sich dran vorbei. Ich finde. Okay, dadurch, dass die Nocke jetzt hier ein bisschen breiter ist, liegt da recht eng an. Aber ich denke mal, das wird dann vielleicht so sein. Das kriegen wir dann ja zu sehen. Entweder dreht er oder dreht nicht. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn er nicht dreht. Gut. Nummer 1, weitergeben Text. So, Ladies und Gentlemen, ich lasse euch da jetzt echt mal dran teilhaben, was das für eine herrliche Arbeit ist. So, wie gesagt, schön mit ein bisschen Öl einschmieren, mit ein bisschen Fett einschmieren. Und dann mit der Zange und ganz viel Gefühl den Kollegen darauf setzen.
So, zwei noch. Und dann kann ich die Nocke wieder reinmachen. Zwei mit Spannung. Zwei mit Spannung. Aber das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Schon wieder ein bisschen da reingeschmiert, das wollte ich doch gar nicht. So, neues Ding. Wie gesagt, das sind die letzten zwei jetzt. Der ist jetzt ein bisschen schräge, da müsst ihr auch drauf achten. So, damit die auch gerade sitzen und gerade sich nachher einlaufen. So, der ist ein bisschen mit Öl verschmiert, den wollen wir erstmal sauber machen. Damit das Fett dann auch dran kleben bleibt. So, Ladies und Gentlemen. Spannung. Last but not least, der muss die Nocke irgendwie rein. Alter. Im nächsten Leben würde ich auf jeden Fall kein Chirurg. Total unter Anspannung. Flattermann. Volle Programm durch hier. Der sitzt. So, jetzt kommt der Rest. Die Nocke muss rein. So. Die alte habe ich auch so auf den Fußboden gelegt, wie sie rein soll. Hier vorne ist eine Markierung. Die muss mit der Kante hier vorne gerade stehen. Ich kann noch ein bisschen Dichtmasse wegmachen. Ja, die muss mit der Kante gerade stehen. Wow. Weil wir wollen ja eine ziemlich gerade Auflagefläche haben. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Also demnächst muss ich ein Kameragirl haben, ohne, oben ohne. Damit das dann alles ein bisschen entspannter ist. Und ihr dann da auch ein paar bessere Einblicke kriegt. So, hier mal ein bisschen Öl nochmal drauf. Schwupps. Und denke immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Kabel soll dann so rein. Angeblich. Alter, Alter. Sitzt sie? Angeblich sitzt sie jetzt. So, der ist. Der ist auch. Das kommt mir aber alles noch so ein bisschen lose vor. So. Ich zeige euch das jetzt mal. So sieht das aus. Das sind die neuen. Hier habe ich diese Schnittkante, diese Einbuchtung, Simmering. So soll sie sein. Ich habe vorher Bilder gemacht von dem Zustand der Nocke, wie sie war. Zusätzlich habe ich sie hier oben markiert. Da sieht man das. Und die Nocke kommt eigentlich relativ gut hin. Drehen kann ich sie nicht. Ne. So sollte sie eigentlich rein. Ich werde das gleich nochmal mit meinem anderen Telefon kontrollieren. Da habe ich ein Bild von gemacht, wie der Zustand der Nocken ist, gewesen ist, aber so muss es eigentlich mit der Kante hinkommen. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, die sitzen drinne, Gott sei Dank. Ja. Ich kontrolliere das mal mit dem Bild. Ja, Herrschaften. Das ist ja die alte Nocke. Das ist die neue. Die neuen. Da hinten sitzt es ein bisschen eng. Hier finde ich auch, dass es ein bisschen eng sitzt. Ja, aber dafür sitzt er hier in der Führung drinne. Hier und unten sitzt er auch. Ich nehme die Socken gleich noch raus. Noch ist nämlich alles ein bisschen nicht ganz so fest drin, weil hier jetzt noch auf den Socken aufliegt. Auf jeden Fall, dann wäre das jetzt soweit fertig. Ich versuche mal ganz vorsichtig die Stinkesocken da rauszunehmen. So, Herrschaften, jetzt das Allerwichtigste. Öl. Wie gesagt, es sind Neuteile und die müssen sich mit den alten erstmal aufeinander einspielen. Auch gerade hier so an diesen Verschraubungen, wo er verschraubt wird, ganz wichtig. Reichlich Öl drauf machen. Lieber zu viel. Wie zu wenig.
dann wird er eben am ersten Mal per Hand durchgedreht und dann sieht man ja, ob sich das alles einspielt oder nicht, oder so. Das Gute ist, ich habe ja diese Pappe gehabt, ich weiß jetzt genau, wie ich das raufzusetzen habe. Das ist das Schöne daran. Zieh sie nur ganz leicht lose an. Und unbedingt darauf aufpassen, dass nichts reinfällt. So. Und das ist nämlich diese Hilfestellung, wie ich das im Video vorher schon gesagt habe. Auf Karton aufschreiben, beschriften. Und ihr habt das alles ein bisschen leichter. Ja, also das ist jetzt meine zweite Nockenwelle, die ich mache. Die erste habe ich ja bei meinem Uli gemacht. Aber beim V6 jetzt hier habe ich das noch nie gemacht. Das ist jetzt wirklich das erste Mal. Erste Mal Kür. Okay, schauen wir mal. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Muss man sein. Auf jeden Fall in dem Zuge, Wasserpumpe habe ich mir gestern noch mal bestellt. Die schmeiße ich auch raus. Die kommt dann auch neu. Sicher, sicher. Mir ist dann doch so ein bisschen wohler dabei. So, das ist das erste. Dann gehen wir hier unten in diese weiter. So. Die Socken sind immer noch drin, ne? Ja, ihr merkt sicherlich, dass ich ein wenig angespannt bin. Allein schon von dem Gestöhn. Ne? Wie gesagt, also Spannung pur. Aber es soll ja auch nicht langweilig werden. Wie ein kleines Kind. Voller Überraschung. Mein Absteckdorn hinten in der Nockenwelle ist übrigens immer noch drin. Ne? Ganz wichtig. Nochmal.
So, das war Nummer 1. Nummer 2. Spannung. Nummer 3. So, die drei Stinksocken sind schon mal raus. Schnell die Muttern raufdrehen, damit die Tante sich hier schon mal nicht mehr verstellen kann. Ich glaube, die Nockenwelle wird mit 10 Newtonmeter angezogen. 10 oder 25 Newtonmeter, aber ich glaube 10 waren das. Aber da muss ich nochmal direkt nachlesen. Und immer noch darauf aufpassen, dass keine Schraube reinfällt. Dadurch, dass wir jetzt die Socken entfernt haben, wäre das fatal. Whoops. So, das war das. Jetzt werden die vernünftig festgezogen. Und dann war das Nummer 1. Dann kommen die Injektoren nochmal raus, da bastel ich die Originalen wieder rein. Ich habe den 163 PS Motor, ich habe die jetzt vom 180er genommen. Endergebnis ist eigentlich, ich fahre 400 Kilometer weniger, naja, oder 300 Kilometer weniger. Im Gegensatz zu denen hier, für ein bisschen mehr Leistung, ne, dann nehme ich lieber die mehr Kilometer in Kauf. Okay, aber das wird wieder ein eigenes Kapitel. So, bis gleich. So, Herrschaften, ich nehme jetzt hier gerade den Anzugsmoment vor. Und zwar habe ich ihn jetzt mit 10 Newtonmeter angezogen. Das heißt, ich habe hier angefangen, habe mich hier rüber gearbeitet, von hier nach da, gehe jetzt hier hin, also über Kreuz arbeiten, ganz wichtig.
So, gehe jetzt hier hinten hin. So, Herrschaften, ich mache jetzt hier nochmal so ein bisschen sauber. Da kommt nämlich noch ein bisschen Dichtmasse rauf. Wenn man das dann auch alles richtig schön abdichtet. Ganz wichtig. Ja. So, das lassen wir jetzt ein bisschen abtrocknen. Und dann kommt der Kollege darauf. Und dann ist richtig schön abgedichtet eigentlich. Kriegt er hier oben auch nochmal ein bisschen Dichtmasse rauf. Tja. Und dann soll es das wohl erstmal gewesen sein. Zumindest mit dem einen. So sieht das Ganze dann aus. Schauen wir mal. So. Das soll jetzt 10 Minuten soll das jetzt trocknen. Das haben wir geschmiert hier. So. Können wir hier noch mal ein bisschen gucken, ein bisschen Altdichtmaterial entfernen. Aufpassen, dass nichts reinfällt. Das muss ja nicht sein. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Da habe ich sauber gemacht. Ladies and Gentlemen, das war das. Dichtung nachher drauf. Also, Deckeldichtung drauf. Passt. Und dann hoffen wir mal, hupsala, und wieder runtergefallen. So. So, Ladies and Gentlemen, hier nochmal das Ausmaß. Da sieht man ganz gut den Riss. Da sieht man den Riss. Da sieht man das plattgeschlagene. Hier hat er einen. Und jetzt. Das Ausmaß der Dinge.
Da könnt ihr sehen, der soll ja ursprünglich anliegen, wie viel Luft denn dazwischen ist, wie rund er auch ist. Jo. Das war die Nockenwelle.